Der Eberswalder Zoo sagt Danke. Am vergangenen Donnerstag empfingen Zoodirektor Dr. Bernd Hensch und seine Mitarbeiter Sponsoren und Förderer des mittlerweile 90 Jahre alten Zoos. Als kleine Überraschung für die Gäste wurde ein am 28. Juni geborener Savalkater getauft. Ja, heute ist ein wunderschöner Abend. Petrus hat uns wunderschönes Wetter beschert und heute ist einfach ein Dankeschön von mir, von meinen Kollegen, vom Zoo an die Leute, die den Karren schieben, die uns seit Jahrzehnten unterstützen im Förderverein, auch als Sponsoren der Tigerradtour auftreten. Alleine in der Tigerradtour sammeln wir in jedem Jahr rund 60.000 Euro inzwischen ein über die Leute, die hinter uns stehen, um also den Zoo noch schöner zu machen. Der Förderverein ist heute dabei, unsere Vorsitzende vom Förderverein, Vorstandsmitglieder sind dabei, die Leute, durch die der Zoo auch stark geworden ist. Und wenn wir die Hilfe nicht hätten im Schulterschluss, könnten wir heute nicht das sein, was wir heute sind. Also auch von mir herzlichen Dank an die Unternehmer, an die Leute vom Förderverein und die uns zusätzlich unterstützen. Herzlichen Dank, Dankeschön. Das junge Tier wurde gemeinsam mit seiner Schwester per Hand aufgezogen. Beide stammen aus einem Wurf und das Schwesterchen wurde bereits von Showmasterin Dagmar Frederik auf den Namen Dagi getauft. Alle vielleicht zusammen. Wir taufen nicht auf den Namen Felix, okay? Wir taufen nicht auf den Namen Felix, sag was. Vor einer Minute gesagt, halt den Kopf. Während der Zootierparade wurden einige Tiere mit ihren Geschichten und Schicksalen vorgestellt und konnten auch schon mal auf die Schulter genommen werden. Also hier haben wir eine Boa Constrictor. Die kommt ursprünglich aus Südamerika, ist aber wohl wahrscheinlich nicht da geboren, sondern eher ein Deutschlandzuchttier. Die hat den Weg auf Umwegen zu uns gefunden. Das ist nämlich wirklich ein Fundtier. Genauso wie der Königspython auch, der unter der Motorhaube von einem BMW eingesammelt wurde. Und manche Tiere landen dann eben bei uns, die haben dann Glück gehabt. Viele andere verschwinden irgendwo im Wald und werden nie wieder gesehen. Aus der Mülltonne, Schildkröten und so. Ja, tatsächlich ist das eben so. Und die haben wir jetzt schon viele Jahre, die macht sich ganz gut. Ich nehme die gerne für Tierschauen, die ist so schön kompakt und nicht ganz so schwer wie der Tigerpython. Und jo. Ein bisschen bissig, aber wenn man es weiß, kann man sich ja drauf einrichten. Hallo, das ist unsere Frieda, unser Gelbbrustara, kommt aus Südamerika und hat bis jetzt ein stattliches Alter von 26 Jahren. Sie können bis zu 80 Jahre alt werden und sie ist eine Handaufzucht. Sie ist hier im Zoo geboren und Miranda hat sie dann aufgezogen, weil Einbrecher kamen und sie dann aus dem Nest geworfen wurde. Wartet mal ab, bis Felix ein ganz großer Kater ist. Dann traut sich kein Dieb mehr in den Zoo.